Ja, weiter geht es mit Let's Play Titan Quest und dem Add-on Immortal Throne in der Epic Edition. Wir haben das letzte Mal schon die Quelle der Monster erkundet, beziehungsweise angefangen zu erkunden. Wir müssen allerdings in den Hinterhof, das heißt, wir müssen uns nochmal hier rumschleichen. Die anderen, also den anderen Flügel, haben wir schon auseinandergenommen, sind noch auf ein Bossmonster gestoßen, was heißt Bossmonster, auf ein hellen Monster halt. Bleib doch mal stehen. So, da ist das gedroppt. Ein Schleifenring des Überlebens ist natürlich auch klasse, denn wir wollen natürlich überleben. Deswegen nehme ich den mal mit. Und renne hier einfach wie so ein Geisteskranker in die Masse der Monster. Und unterstütze sie beim Sterben. Beim erneuten Sterben, muss man ja mal sagen. Denn ein Skelett, man darf davon ausgehen, ist sicherlich schon einmal verreckt. Kann man, denke ich mal, so stehen lassen. So. Dann hauen wir die hier nochmal schnell aus den Latschen. So, weg, weg, tot. Und Verderb. Ach, noch ein Limos. Und wenn man keinen Bock hat, sich um die Monster zu kümmern, dann benutzt man einfach die Realitätsstörung. Oh, da hinten ist eine goldene Truhe. Da bin ich mal gespannt. Ah, Mann, hört doch mal auf, mich hier anzuschießen. Ach, da ist noch so ein Fuzzi. Ah, auch gut. Und noch eine Truhe. Und da, wieso? Den habe ich doch vorhin gar nicht gesehen. Wieso nicht? Wieso bin ich so blind? Der steht aber auch hier hinterm Tuch. Ha. Verschleiert sozusagen. Ja. Mehr gibt's. Oh, eine königliche ist das sogar. Mehr gibt's dazu auch gar nicht zu sagen, außer dass wir einen rüstigen, Dings haben. Wahrscheinlich mit mehr Rüstung. Wir schauen uns das Ding sofort an. Kleinen Moment. Eben noch die Tausender hier aufsammeln. Gut, damit haben wir schon wieder 16 Millionen und es nimmt kein Ende. So, wo ist denn jetzt hier der Schild? Der könnte hier hinten drin sein. Hier, eine rüstige... Oh, oh, der ist sogar... Ich finde ihn ein bisschen besser, auch wenn der, den wir jetzt anhaben, vom Grundwert, also von den Grundstats her besser ist. Aber 29 Stärke bekommen wir mit dem, den wir jetzt anhaben und 20%, also ne... Stärke bekommen wir und 9% Leben. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz. Wir haben jetzt 438 Stärke. 458. Und damit steigt auch unser Schaden pro Sekunde. Ja, wir verlieren halt ein bisschen abgeblockten Schaden. Aber wie gesagt, das bewegt sich in 10. Ja, 10 Schaden sind das. Ja, meine Fresse. So, und wir kriegen zusätzlich, warte mal, jetzt haben wir 4002 Leben und davor haben wir nur 3700. Ich denke mal, das sollte es mehr als wettmachen. Und wir werden diesen Schild ab jetzt in unseren Händen tragen. Hier war ich irgendwie schon mal, so wie es aussieht. Achso, wir müssen hier oben lang, ne? Genau, dann werde ich mal hier oben lang. Um diese Unholde hier aus dem Leben zu naja, sind die im Leben? Ja, wahrscheinlich noch intelligenter als die Sendung mitten im Leben wird es allemal sein. Aha. Ein Knüppel der Gaunerei. Ja, ich weiß, wir werden angegriffen. Aber ganz ehrlich, das juckt mich nicht im geringsten. So, das ist Wahnsinn. Die kannst du einfach stehen bleiben. Und dir passiert nichts. Ah, hier ist noch ein Bogenfuzzi. Der hat uns noch im Visier gehabt. Geil. Noch ein Trank. Bewegen uns auf die 60 Tränke zu. Das ist schon, so, kommt dran. Ach nee, da ist ja noch so ein Bogenfuzzi dabei. Der wird nicht mitkommen. So, da ist nichts gedroppt, wie es klingt. Nö. So, komm her. Ach, kommt schon. Egal, so treffe ich halt mehr. Auch nicht schlecht. So, noch ein Trank. Haben wir ja immer noch nicht genug von. Aha, Gold. So, dann nehme ich die Sachen einmal kurz auf. Unser Inventar. Dein Gepäck ist voll. Dürfte recht voll sein, wollte ich sagen. Sondern mal eben hier unten gucken. Hier ist echt nichts gedroppt. Nö. Dann schalte ich die nochmal hier oben aus. Das geht ja relativ schnell, wie ihr sehen werdet. Und schau mal, was hier drin ist. Wahrscheinlich wieder nur Gold, ja. Warum wusste ich das? So, das heißt, wir werden uns hier nochmal zurück katapultieren. Nein, teleportieren. Hallo, ich will hier rein. Eine Fresse. Das ist ziemlich fummelig in diesem Spiel noch. Ich erwähne das Spiel schon wieder. In Grim Dawn ist es erheblich besser, das persönliche Portal zu treffen.
Vor allem schließt es sich auch nicht mehr. Es bleibt, solange die Session läuft oder man ein neues beschwört, bleibt dieses Portal bestehen. Also ich werde das jetzt einfach mal alles hier... Was ist das überhaupt? Ein Stirnreif? Sieht total behindert aus, wenn ich das mal so sagen darf. So. Ach komm. Ich vergleiche das doch alles schon gar nicht mehr. Wir wissen ja, in welchen Abständen, nämlich in fast gar keinen Abständen, droppen für uns interessante Sachen. So, warte mal, Kältewiderstand. Okay, das ist eher was für ein Begleiter hier auch. Wir müssen uns echt um die Resistenzen... 10% Gesamtgeschwindigkeit haben wir genommen. Warum haben wir nicht 22 Geschicklichkeit genommen? Warte mal, wo kommt das hin? Hier. Mal eben gucken, Schaden pro Sekunde 552... 516, jetzt wissen wir auch warum. Also weg mit dem Scheiß. So. So Puzzle-Items haben wir hier nicht gefunden. Ja, ich weiß, wir haben noch die ganzen Quest-Items. Ich habe es immer noch nicht auf die Kette gekriegt. Vielleicht mache ich das nach dieser Aufnahmesession. Wie gesagt, ich muss mich da so ein bisschen vorbereiten. Ich muss ja gucken, mit langgezogenem U, wo ich überhaupt hin muss. Das weiß ich doch alles gar nicht mehr. So. Wobei die knochigen Banditen, die haben ja schon ausgelöscht, so viel sei gesagt. So, das hat auch für den gereicht, das heißt wir können den hier mit dem Phantomschlag aus dem Leben boxen. Und mal schauen, was in der Truhe drin ist. Ein heilender Kampffilm, da bin ich mal gespannt, was der so kann. Außer nichts, ja 25% Giftwiderstand. Wir brauchen definitiv mehr Resistenzen, wie ihr gesehen habt. Oh, die hätte ich fast übersehen. So, was haben wir hier drin? Natürlich. Ich weiß auch gar nicht, ob es eine Unterklasse gibt, also, ne, die einem so eine Art Aura mitgibt, um die Resistenzen zu erhöhen. So, jetzt müssen wir wirklich hier lang. Jawohl, beide erwischt. Da bin ich glücklich. Gut. Naja, jetzt habe ich natürlich wieder keinen Zauber hier parat. Oh, da ist was gedroppt. Ein epischer Fledermausflügel, jawohl. Vielleicht haben wir da schon welche vorne, ich denke schon. Ich schau mal kurz. Wo ist denn der jetzt? Ah, hier. Jetzt haben wir schon 3 Stück davon. Oh, Lebensentzug, saugeil. Das werden wir uns definitiv... Das geht wahrscheinlich wieder nicht, ne? Kann alle Waffen verzaubern, nur die lilanen wieder nicht. Und überhaupt, ach Mann, das ist doch blöd. Aber wahrscheinlich sind das Unique-Items und die kann man von den Stats wahrscheinlich nicht verändern. Das ist sehr schade, muss ich sagen. Los, kommen Sie, kommen Sie. Yeah. Gut, die Bogenschützen kriege ich wohl noch so kaputt. Okay, der hat es überlebt. Warum auch immer. So. Dann schauen wir mal hier. Ein kraftvoller Gesundheitstrank. Ja, natürlich brauchen wir definitiv. So, Schleifenring, das und nehme ich alles mal mit. Wobei, ich bin mal gespannt, wie rumgeheult wird, wenn ich das Gold liegen lasse. Ich meine, wir brauchen es jetzt nicht wirklich. Nein, wir brauchen es nicht. Also man muss es ja mal ganz klar sagen, wir brauchen das Gold nicht. Wir sind schon... Ah, ja, es sind die Gorgonen. Wir sind schon relativ... ja, gut ausgestattet und ein Händler wird nicht diese Items haben, die wir benötigen. Ich weiß nicht, ob Händler überhaupt irgendwann mal in der Lage sind, ja, epische Items überhaupt ja, auf Lager zu haben. Ich denke aber eher nicht. Ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Ich hoffe natürlich auch, dass es irgendwann mal anders ist. Also grüne Items haben sie wohl, aber ja, irgendwie... Glaube ich nicht, dass die blauen und lilanen Items jemals führen werden. Natürlich. Tränke. Jetzt haben wir echt die 60 schon geknackt. Das ist schon traurig. Also traurig für die Gegner, dass wir so viele Tränke wieder haben. Oder überhaupt, dass die so wenig Schaden machen, dass wir überhaupt ansatzweise daran denken, Tränke zu benutzen. Das ist ja... Aus der Sicht muss man das ja auch mal ganz klar sehen. So... Ja, ich habe keinen Bock, das Gebiet jetzt hier zu erkunden. Das heißt, wir gehen direkt zu den Gorgonen-Königinnen. Mal kurz auf die Zeit schauen. Ja, das passt. Die kriegen wir noch down. Das sollte kein Problem sein. So, rein in die gute Stube. Höhlen der Pythia. Und rein ins Gemetzel.
So, welche... Ich glaube, die war das, ne? Die heilt. Ich frage mich nur, warum der Zauber... Ah, ja, natürlich. So, Tiermenschen sind das. Oh, die haben aber... Die hauen aber doch ganz gut drauf, ne? Nein, das ist... Egal, das Ding kriegen... Das ist der Blaue. So, jetzt hier Schnauze. Und zack. So, das ist ganz schön kritisch jetzt hier. Ich muss gleich wahrscheinlich einmal rumgehen. So, haben wir das ab? Nein, haben wir natürlich nicht. Warte, dann lass mich mal ganz kurz in Ruhe. Ich muss regenerieren. Das klappt ja ganz gut. So. So können sie mich wahrscheinlich nicht treffen. Los, komm schon. So, eine ist down. Die nächste kommt danach. Warte, ich muss kurz noch ein bisschen ausweichen. Ist doch nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. So, die ist down. Jetzt ist ja nur noch die da. Ja, das... Na komm schon. Den hier nochmal. Und dann dürfte es eigentlich auch gewesen sein. Jawohl. Eine Lanze der Flammen. Mhm. Auch nicht schlecht. Feuerschaden und Feuerschaden. Ja, cool. Einmal prozentual und einmal absolut. So, da ist nämlich wieder hier der Questgegner aufgewacht. Der interessiert mich eigentlich gerade recht wenig, wo ich die Truhen nämlich an der Seite sehe. Es sind leider nur die hier oben. Ja, sind ja eigentlich auch schon genug. Da ist ja auch noch eine dicke Truhe, eine Boss-Truhe. Und hier ist natürlich mal wieder nichts vom Belang drin, genau. Die hier noch. Komm schon. Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Es ist mal wieder nichts drin für mich. Nichts Interessantes zumindest. Zumindest auf dem ersten Blick. Noch mehr kannst du nicht tragen. Dein Gepäck ist voll. Noch mehr kannst du nicht tragen. Dann hätten wir das auch geklärt. Ich kann nicht glauben, so. Dass die Gorgonen... Belohnung, 40.000 Erfahrung. Wir müssen gleich nochmal mit der Ollen quatschen. Ich gehe nochmal kurz zurück verkaufen zum Parnas-Pass oder wie auch immer. Kurz vorm Kriegslager. Und yeah! Nimm meine Ware. Das weg, das. Ja, komm, das alles weg hier. Das ist... Werden wir nicht brauchen. Was sind das denn hier? Oh, Gorgonenkrone. Oha, Blitzwiderstand, Verlangsamungswiderstand. Also von den Widerständen her, schaut mal. Ich setz das mal kurz auf. Achtet mal auf die Widerstände. Da geht ziemlich viel von runter, ne? Aber wir verlieren einiges an Charme pro Sekunde. Jetzt nicht so viel, wie ich dachte. Aber wir verlieren definitiv... Wobei, wir haben auch mehr Rüstung dadurch, ne? Warte mal. Ja. Soll ich es wagen? Es sind nur 30, ja noch nicht mal 30, 25. Rüstung, Schaden pro Sekunde. Aber wir haben wesentlich mehr Resistenzen. Ich weiß es nicht. Na, ich bin da ein bisschen überfragt. Ich werde mal die Resistenzen anlassen. Und ich hoffe mal wieder auf Kommentare, die mir da weiterhelfen können. Das brauchen wir nicht und das auch nicht. Gut, die Ringe. Giftschaden brauchen wir nicht. Aha, Kältewiderstand, ja okay. Feuerschaden, das brauchen wir nicht. Hier sind auch nochmal Widerstände. Das ist schon krass. Ah, natürlich. Jetzt können wir die Hälfte der Sachen wieder nicht tragen. Ja, auch gut. Wobei ich den Helm natürlich... Der sieht ein bisschen... bekloppt aus. Also, jetzt, ne, im Vergleich zu dem Teil hier. Das Ding sieht richtig geil aus. Wie gesagt, ich pack das mal in die letzte Tasche. Ich bin mal gespannt, wie... eure Meinung dazu ist. Und ich teleportiere mich mal ganz kurz wieder zurück.
sehe nämlich gerade, dass die Zeit so langsam abläuft, die dieser Part zur Verfügung hatte. Und ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Titan Quest mit dem Add-on Immortal Throne in der Epic Edition natürlich. Also, bis dann.